So, wie versprochen, melde ich mich zurück und analysiere die US-Aktienmärkte. Was wir jetzt heute gesehen haben, war wirklich ein Short Squeeze allererste Sahne. Und morgen kommt noch das i-Tüpfelchen dazu, denn Microsoft, Google bzw. Alphabet und Amazon.com haben Zahlen veröffentlicht, nachbörslich, die allesamt sehr gut aufgenommen worden sind. Eine Amazon und eine Google legen aktuell knapp über 10% zu. Deswegen ist der Nasdaq auch nachbörslich nochmal um 80 Punkte, also um nahezu 2% angestiegen. Aber jetzt hier in diesem Chartbild habe ich zunächst erstmal nur den Nasdaq Parketthandel, also direkt die Nasdaq, der Handelsplatz mitgebracht. Und hier ist jetzt der Index über meinen eingezeichneten Weekly Widerstand auch noch ausgebrochen und hat jetzt nahezu das Gap bei 4.510 Punkten geschlossen. Idealerweise, was jetzt hier noch eingezeichnet ist, ist idealerweise war das eben vor 2 Wochen so, der Index hätte hier runterfallen sollen und dann das Kursziel von 4.600 Punkten erreichen sollen, aber eigentlich auch eher bis Jahresende und nicht eigentlich im Oktober. Er hat hier den Gefallen uns nicht getan, einen super Einstieg zu finden. Hier hat er ein Fake hingelegt und eben auch diese zwei Kerzen waren eben eigentlich angedacht, dass es halt mindestens nach unten geht. Aber die Börse ist eben kein Wunschkonzert und mit der Draghi-Rede ging das einfach heute nur nach oben. Wechseln wir jetzt, also hier hat er jetzt diesen Widerstand genommen und wäre ein mögliches Gap Close hier bei 4.510 Punkten, was er ja morgen auf jeden Fall macht. Und die nächste gute Anlaufstelle wäre eben noch bei 4.560, wo eine Reaktion nach unten folgen könnte. Aber wie er eben das jetzt heute schon hier und hier nicht gemacht hat, der muss es natürlich nicht. Dann schalte ich eben hier um auf JFD Brokers, der sind ja mit den Future-Kursen ähnlich und hat eben auch nachbörslich schon jetzt die Kurse drin. Wir sind immer noch im Tageschart unterwegs und hat jetzt eben hier diese Kerze, wo die große Abwärtsbewegung begann, eben erreicht. Also hier sehe ich jetzt überhaupt, dass da wir ja morgen mit einem Upgap direkt an der Nasdaq dann eröffnen, sollte hier das Kurspotenzial, auch der Short Squeeze, dann ausgereizt sein. So. Aber bevor man natürlich da antizyklisch handelt, muss man natürlich in den unteren Zeitebenen warten, bis ein Trendbruch dann erfolgt ist. So, dann schauen wir den S&P 500 Index an. Hier, das, wie gesagt, schön, eigentlich ist schön an der Abwärtstrendlinie abgeprallt, aber auch natürlich hier mit der heutigen Kerze ist dieser Abwärtstrend erstmal passé. Die nächsten Anlaufstellen wären eben gewesen die 4044, da ist er jetzt auch drüber hinaus ausgebrochen. Und dann liegt jetzt hier noch ein Widerstandsband zwischen 2060 und 2070. Auch hier schalten wir kurz auf JFD. Und da ist er, siehe da, der ist eben an die 2062er Marke herangelaufen. Muss man eben auch morgen beobachten, ne, wie er sich eben verhält. So, dann nehmen wir noch den Dow Jones Index. Hat hier ebenfalls jetzt auch den 200-Tage-Durchschnitt überwunden und steht bei aktuell 17.520.
nachbörslich. Ach, hier ist schon nachbörslich eben eingestellt. Okay. Dann hier hätte er noch vor die eine Kerze, die ich eben vorher im Nasdaq auch besprochen hat, hätte hier noch 50 Punkte circa Platz. Und dann hätten wir das Level von Mitte August erreicht. Alles, was man jetzt hier sieht, kann man schon als absolute Übertreibung erstmal bezeichnen, aber die Märkte können auch noch weiter nach oben übertreiben. Auch hier werde ich dann im Tagesverlauf, also im morgigen Tagesverlauf, einen aktuellen Chart online stellen, in der kurzfristigen Ebene, was eben möglich ist oder wo man noch drauf achten kann, wo eventuell ein Wendepunkt stattfinden kann oder auch wird. So, dann danke erstmal fürs Zuhören und zum Zuschauen. Und ich melde mich dann morgen früh mit dem DAX.